Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks, zu einem kleinen Infovideo, also wirklich nur ein Infovideo, denn mein Problem mit dem Erforschen von Kanonen und mit dem Zugriff auf Gold und auf freie Erfahrung ist gelöst und hängt tatsächlich mit World of Warships zusammen. Aus irgendeinem Grund gibt es Probleme mit der Account-Zusammenlegung und ich sage absichtlich gibt es, denn das Problem löst sich nicht komplett von selbst. Was man tun muss, ist eigentlich relativ simpel, aber darauf muss man erstmal kommen. Man muss sich einfach nur in World of Warships einloggen, wenn man dieses Problem hat, wie ich gerade eben hatte. Und dann, ja, wenn man komplett eingeloggt ist, zählt man geistig auf 10. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich habe es getan. Logge mich dann wieder aus, logge mich in World of Tanks ein und schwuppdiwupp geht es. Und man kann auch plötzlich wieder erforschen. Ihr seht, ich habe jetzt hier die 105mm Rifled Kanone freigeschaltet. Werde sie allerdings jetzt nicht mit euch zusammenfahren. Das hier ist nur ein Infovideo. Denn die Kanone werde ich dann nächsten Sonntag vorstellen. Endlich. Total überfällig. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch, falls ihr dieses Problem auch habt, und ich weiß, der eine oder andere hat das Problem, beziehungsweise hat mir erzählt, dass er jemanden kennt, der das Problem hat, dass ich euch damit helfen konnte. Also einfach in World of Warships einloggen, danach in World of Tanks und dann sollte es eigentlich gehen. Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist, und das könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren noch beantworten, ob das normal ist, ich habe ja wohl gemerkt Gold und freie Erfahrung auf dem World of Warships Account. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das hier auch erscheinen müsste, weil 3000 Gold bei World of Warships hätte es hier 3263 sein müssen und nochmal 3000 Punkte freie Erfahrung hier hätten jetzt 10.956 sein müssen. Ist aber nicht der Fall. Die werden nach wie vor getrennt voneinander gehandelt und auch umgekehrt habe ich in World of Warships dieses Gold nicht und auch diese freie Erfahrung nicht, aber ich habe die Premium-Tage in World of Warships. Dinge, die ich nicht ganz verstehe, weil ich ehrlich gesagt dachte, dass die sozusagen auch sharebar sind, aber anscheinend nicht. Finde ich persönlich irgendwie schwer nachvollziehbar vom Standpunkt des Kunden, vom Standpunkt von World of Warships bzw. Wargaming. Ist das schon nachvollziehbar, weil man ja dann doppelt Gold kaufen muss, aber es ist trotzdem nicht logisch, weil ich ja dieselbe Premium-Zeit habe. Also an der Stelle bitte an Wargaming, bitte sorgt doch dafür, dass auch das hier, die Gold- und freie Erfahrungsberechnung auf allen Clients, egal welches Spiel es von euch ist, wenn es sowieso alles mit der Premium-Spielzeit und so weiter und so fort und derselbe Account ist, zusammenhängt, dass das am Ende auch alles dasselbe Gold ist und dieselbe freie Erfahrung. Das wirkt auf mich wie so eine künstliche Barriere, die ich nicht hübsch finde. Aber ich bin definitiv zufrieden, dass es jetzt endlich wieder geht und damit kann ich auch wieder normal World of Tanks spielen. In dem Sinne, liebe Leute, wir sehen uns. Macht's gut, tschüss und ade.